Ja, moin Leute, der Meister des Geschlechtsverkehrs am Start, Morgenlatte 64 mit einem neuen Video. Und da war Meladins Part, der Rasant des Rasierers, der Gillette Fusion unter den Rasierern. Okay, okay Leute, okay. Okay, Apus Fanboys am Start. Heute wieder ein Triple Commentary mit den Rasierern. Gillette Fusion HDX und Gillette Fusion YX. Und im Hintergrund wieder ein Gameplay vom Gillette Fusion HDX. Ah, ja, das bin ich. Ja, ja. Also bin ich YX. Ja. Okay. Okay. Also unser heutiges Thema. Sandro, Zeit. Okay. Was? Okay, passt. Egal. Unser heutiges Thema ist, verarscht uns McDonald's eigentlich alle? Dazu mal eine schöne Geschichte, Leute, wie die mir heute passiert ist. Also ich gehe so mit dem Gillette Fusion HDX und Gillette Fusion HD, na, YX, gehe ich so chillig, so wir waren zuerst Fußball spielen, dann sind wir chillig McDonald's gegangen, so haben gedacht, boah, fressen wir uns voll wie in den Ferien eigentlich jeden Tag. Geh ich so chillig so McDonald's, oder? So bestelle mir so ein Wrap und zwei Sechser Nuggets, oder? Denk mir so, okay, mein Wrap sieht eigentlich ganz gut aus, nur der Käse war nicht so verlaufen und war ein bisschen kalt. Karotten, das waren Karotten, Alter. Das ist Käse, du Behinderung, Alter. Das hat ausgeschaut wie Karotten. Ja, ja. Und dann. Also, das hört man schon mal. Und dann denke ich so, okay, esse ich so den Ding, halt so den Rap, oder? Dann. Zuerst mal an der Kasse war, glaube ich, so eine. Geistig. Bi. Die einfach 10 Stunden für uns gebraucht hat, bis sie unsere Bestellung hatte. Und dann. Dann ich esse so den Rap, oder ich esse so die Hälfte, oder? So 3/4, oder? Auf einmal ist so eine Tomate, oder? Ich schau sie so an, es ist einfach so Schimmel auf der Tomate, oder? Ich spuck gleich so aus, ich denk mir so, are you kidding me, Alter? Ich so, jetzt gibt's einen Rasur, ich geh jetzt die an der Kasse rasieren oder so. Dann hab ich gedacht, ja, okay, bekommen sie das Geld so zurück und so. Denk mir so, ja, okay, es tut ihnen leid und so, und steh so auf, geh so hin und so, sag so, okay, Entschuldigung, gar nicht so an die Kasse, so sagen, Entschuldigung, auf der Tomate ist Schimmel drauf. Ich kann euch jetzt mal das Bild einblenden. Auf der Tomate ist Schimmel drauf, oder? Oh, ne. Auf einmal kommen so 10. So. Lecker! Das geht doch nicht! 5 Mitarbeiterinnen so zu mir her. Alles Kanax. Auf einmal ist der Rap weg. Sie nehmen sofort meinen Rap. Auf einmal ist der Rap weg, oder? Dann kommt so. Dann lassen sie mich so stehen. Ich denke mir so, okay, was wollen die jetzt von mir? Auf einmal kommt so eine zu mir. Das ist kein Schimmel, oder? Sorry, die Aufnahme ist kurz abgekackt. Okay, also sie sagt so zu mir, das ist kein Schimmel. Ich denke mir so, bist du aber einer in deinem Kopf drin oder was? Bist du besser Paranoia oder so? Was ist bei dir Schimmel oder so? Bist du behindert oder so? Weißt du, das ist kein Schimmel, Alter. Ich so, kannst du gern dran lecken oder so? Bist du am Arsch oder was? Na Spaß, oder? Ich dezent von der Bank beobachte, Salz Sherry am Eskalieren. Ich war neben ihm, alle Leute beobachten. Jo, Alter! Alle. So 30 Leute schauen mich die ganze Zeit an, Alter. Sie lachen und so. Ich auf der Bank lach mich kaputt, alle schauen mich dann an. Dann kommt so eine sehr qualifizierte... Die hat keiner gesehen. Scheiße. Mitarbeiterin so zu mir. Und sie so, ja, komisch, dass du den ganzen Rap schon gegessen hast, oder? Aber den Schimmel hast du aufgehalten, denk ich mir so. Bist du am Arsch oder was? Alter, manch, ich frisst da einen Rap, Alter, wo Schimmel drin ist. Bist du behindert oder so? Ich sag so, ja, okay. Und der Schimmel war da unten, oder? Sie so, okay, na, Spaß. Und sie denkt sich so, bist du behindert, oder? Denkt sie sich, glaub so. Denn sie so, ich kann dir noch einen Rap geben. Sag so, na, ich will das Geld zurück, oder? Ich habe jetzt keinen Hunger mehr, oder? Noch so ein Scheiß ist mir den Hunger vergangen, oder? Und sie einfach so, okay, dann kann ich dir nicht helfen. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde das weiterleiten. Der Geschäftsführung, pipapo, sicher machen. Bitch slap habe ich irgendwie, na, Spaß. Und dann, aber weißt,
Das Beste war sowieso, die Mitarbeiterin, nicht ein einziger Mitarbeiter hat Entschuldigung gesagt oder so, tut uns leid und so, wir werden das beheben oder keine Ahnung. Sie sind alle frech, sie zu mir und ihr seid gekommen, Alter! Okay, Martin, sag du mal was zu McDonalds-Verschwörung oder Sandro. Die Mitarbeiter, ja. Ja. Naja, wie soll man sagen? Oh, ich will auch nicht. Wie soll man sagen? Frech. Nicht nett. Unqualifiziert, das letzte Mal, wo ich und Miladin am McDrive fahren, Alter. Sie lachen uns die ganze Zeit aus, Alter, und so. Alter, ich war Valentin, sagt sie so. Nur ich mein Rosi, so halt dein Schnauze. Also, bitte lass mich erzählen. Also okay. wir sind halt zum McDrive, dann sag ich halt, ein McSunday Erdbeer und McSunday Smarties, sagt sie. McFlurry Smarties, sag ich, nee, McSunday Smarties. Ja, Milkshake. Oder ich sag noch Cheeseburger, ja, und einmal. Jo Leute, schon wieder das scheiß Programm abgekackt fürs Aufnehmen. Also wenn du den erzähl weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also dann auf einmal sagt sie, ja, das Signal ist abgebrochen, wir sollen weiterfahren. Dann nimmt sie nochmal unsere Bestellung auf. Sagt sie, ja, wo ist meine Rose? Die 40-jährige fette Kugel. Ich denke mir so, cool. Ja, dann sind wir halt weitergefahren, die Mitarbeiter alle unqualifiziert. Ja, von der Brücke oder weiß ich von wo die kommen. Sei nicht so beleidigen, Alter, ja, das muss ich jetzt piepen, du Pisser, Alter. Du Mongo, ja. Alter. Ja, also ich bin ja selber Ausländer und so, aber diese Ausländer bei McDonald's. Miladi, bitte. Okay, ich hör auf hier, auf, Entschuldigung. Du musst immer piepen jetzt mal. Ja, Mann. Drecks. Alter Miladin, halt die Schnauze! Okay, also wir wissen nicht, was mit McDonald's los ist. Alter, ein Kollege von mir hat schon mal in einem Mac, wie heißen die? Chicken Nugget, oder? Hat er ein Nagel, also so ein Fußnagel, Alter, von einer Henne gefunden, Alter, weißt du? Was Ewiges. Oder zum Beispiel, die McDonald's-Mitarbeiter, die können nicht zählen, Alter. Zum Beispiel, du bestellst 6 Chicken Nuggets, die geben dir 8 oder 7 oder 5, wenn sie... Ach. Ja, Digga, nee, ist so. Schau's aber seit heute an, ist jetzt bei mir McDonald's unten durch. Alter. Okay, Leute, wir sind wieder am Start. Ich habe das Problem behoben. Ja, will er den, wo haben wir gerade? Ah, jo, genau. Dass die Mitarbeiterinnen so langsam sind, oder? Ja. Alter, was ist das? Die chillen einfach ihr Leben dort hinter der Kasse. Ja, okay. Also, okay, sie laufen einfach so langsam, so ihr McChicken holen und so. So übel, Alter. 10 Stunden brauchen die überhaupt übel Hunger. War das so? Du. Nö, sie. Irgendwas. Ja. Chips Cola? Ja, halt. Was Chips? Was Cola? Pommes Cola oder was? Sauerkraut. Aber jetzt. Pommes und Cola oder. Was willst du? So ist es jetzt nicht. Digga, sei jetzt übertrieben, aber trotzdem, Alter. Ne, die brauchen einfach zum die Sachen holen. Ja, die Sachen holen, die brauchen 10 Stunden. Für ein, genau, ein Big Mac holen oder irgendetwas. Ja, und schon wieder ist deine Aufnahme abgebrochen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Wir haben nie alles gesagt. Und ja, Leute, haut da rein. Miladin gehört die Verabschiedung. Was soll ich denn sagen? Moin Leute, bald hört ihr wieder von eurem Geschlechtsexperten von der Morgenlatte 64. Immer schön am Morgen, wenn die Latte am größten ist. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und abonnieren und so den Scheiterknopf nicht vergessen, gell? Und die Latte immer am Morgen haben. Haut da rein, ciao. Tschüss. Penis.